Willkommen zum zweiten Teil der Reise von Mario und mir nach Barcelona. Wir hatten ja in Zürich einen Stopp eingelegt, weil das Video, das erste, war ja schon 26 Minuten lang. Deshalb habe ich einen zweiten Teil gemacht. Deshalb melde ich mich bei euch hier auch aus dem Schnitt. Der zweite Grund ist, ja, ich muss mich dafür entschuldigen, der Ton ist teilweise speziell. Aber das lag daran, weil uns die Rode Wireless Go verlassen haben. Irgendwie hatte das nicht geklappt, aber ich hatte auch den Media Mod vergessen. Aber wenn ihr wissen wollt, wie es uns auf der Reise weiter nach Barcelona gegangen ist, im Airbus 320 von Zürich nach Barcelona, dann solltet ihr auf das Intro warten und dann geht es direkt weiter. Aber da es nach dem Intro dann auch keinen, ja, wie soll ich sagen, Abonnierbefehl gibt, gebe ich den diesmal vor dem Intro. Das heißt also, abonniert unseren Kanal doch bitte, gebt uns ein Like, vergesst die Glocke natürlich vorher nicht anzumachen, damit ihr auch nicht zu spät zu unserer Sendung kommt wie Mario. Und dann last but not least immer wieder unten kommentieren, was ihr von diesem Format haltet. Jetzt geht's aber direkt weiter mit dem Intro. Also, bis gleich. Ciao. Und natürlich kommen wir auch aus der First Class Lounge raus, weil wir da ja vorhin reingegangen sind. Also, es geht weiter nach Barcelona. Gerne. Nochmal schnell kontrolliert, dass es das Gate ist und dann geht es auch weiter die Rolltreppe wieder runter und dann, nachdem wir unten angekommen sind, hoffentlich stolpert sich Jan an dieser Stelle nicht, gehen wir dann direkt wieder links zu unserem Abfluggate nach Barcelona. Aber erstmal wichtig gucken, Mario und ich natürlich hinter der Maske. Relativ zeitig zum Gate gegangen sind, also quasi so wenig Zeit wie möglich am Gate verbringen wollten, sind wir auch fast direkt durchgerannt und ihr seht, dass wir durch die Jetway zum Flugzeug hetzen, aber ein kurzer Blick nochmal auf die Flugzeuge nehmen an, den Airbus A220, den kennen wir ja, oder auf der anderen Seite nochmal ein anderer 320, aber wir steigen erstmal in unsere A320 nach Barcelona. Diesmal sitzt Mario in der Reihe hinter mir, aber bevor wir uns wieder weiter mit Mario beschäftigen, schauen wir einfach mal raus und genießen das Treiben auf dem Vorfeld. Das Boarding war auch relativ schnell beendet. Alle Leute wollten in den Flieger, wollten nach Barcelona, wollten in die 18 Grad. Ihr hattet richtig gehört, in Zürich war es ja, fast schon winterlich, regnerisch um die 10 und in Barcelona schön mit Sonne 18 Grad. Aber jetzt lassen wir einfach mal gucken, wie der Jetway abgezogen wird und wir gleich den Pushback nach hinten haben. Exit. You must be able to open this exit if instructed to do so by the crew. If you are not able or willing to perform this task, please ask a crew member to reseat you somewhere else. Wir sind bei dem Superflieger. Pull the strap until the life jacket is properly adjusted.
Mario redet sich wieder durch die Sicherheitsanweisung und lässt uns teilhaben, an welchen Flugzeugen er schon sich virtuell und vor allem auch in körperlicher Gestalt genähert hat und auch mitgeflogen ist, den Siegerflieger, falls er es nicht gehört hat. Gestern auf dem Höhepunkt der Operation Vanguard mit dem Zug nach Hannover hatten sie die A220 rückwärts, glaube ich, über die Basis geschoben. Und ich dachte, was machen die hier? Das Wetter in Zürich ist wirklich nicht einladend. Also wir sind ganz froh, dass wir jetzt direkt weg können und weiter losrollen, nachdem wir ein bisschen gestanden haben. Wir haben es für euch aber etwas gekürzt, damit ihr nicht so lange auf die Embraer der Helvetica schauen müsst. Und dann geht es auch schon direkt zur Startbahn und zwar Richtung Sonne. Aber lasst uns nochmal weiter Flugzeuge schauen. Da vorne steht ja auch nochmal eine Canadair von der Lufthansa. Weil ich irgendwie keine bekommen habe, aber am Ende auch nicht gegessen habe, habe ich das Ganze mal so ein bisschen schneller gemacht und ihr seht, das schmeckt Mario.
sehr, sehr gut, mir übrigens auch. Also insofern da Lob, Respekt und Anerkennung in der Küche. Jetzt fragt euch natürlich, was hat der Spaß gekostet? 15 Schweizer Franken pro Person, 15 Stutz, die mit der Kreditkarte bezahlt werden müssen, weil Bargeld nicht angenommen wird. Also insofern eigentlich ein ganz fairer Preis. Ja, ich weiß, in der Business Class hätten wir dann den Lachs bekommen, aber ich esse keinen Lachs. Deshalb haben wir uns dazu durchgerungen, das zu essen und für euch zu probieren. Wobei ich sagen muss, ich würde es immer wieder kaufen. Und wer es nicht mitbekommen hat, ich habe das ja auch in der First Class als Vorspeise bekommen, auf den Weg nach Sao Paulo mehrfach, aber auch nach Südafrika. Und ihr seht, deshalb habe ich wieder die Schnellerung voller Verspuckung. Heißt das Verschnellerung? Die habe ich dann rausgenommen und ihr seht, Mario isst alles auf. Braucht allerdings etwas länger als ich. Insofern kämpft er noch mit seinem Zwiebelchen, aber das ist jetzt auch schon getilgt. Und bevor ich euch jetzt wirklich durch das ganze Essen durchgesabbelt habe, lasst uns einfach den Blick nach draußen genießen. Unwahrscheinlichen Fall einer Evakuierung müssen Sie Ihr Handgepäck zurücklassen. Mesdames et Messieurs, nous prions de regarder votre siège, attacher votre sac de sécurité. Veuillez vous assurer que vos appareils électroniques ainsi que vos bagages à main sont rangés au lieu sur votre atterrissage. Nous vous demanderons également de relever le stop des hublots, de redresser le dossier du siège aux yeux verticales et de rabattre votre tablette. Dans le cas où on parle d'une évacuation, vous devez laisser vos bagages à main. Il est possible. Your attention please, we ask you to return to your seat and to fasten your seatbelts. Please make sure that your electronic devices as well as your hand luggage are securely stored for the landing. Turn off the window lights, put your seat back in the upright position and fold away your table. In the likely event of an evacuation, leave any luggage behind. Thank you. Der Flug ging wie im Flug, aber der Anflug auf Barcelona ist immer wieder cool, weil man kommt einmal vom Land, geht dann wieder raus aufs Meer und dreht dann wieder nach links ab, je nachdem nach Landerichtung, und fliegt dann an der Küste entlang. Für mich immer wieder ein wunderbarer Blick. Insofern kann ich euch nur empfehlen, schaut euch das Video an, wie es vom Anflug her ist. Es ist einfach immer wieder phänomenal, wenn man die Strände sieht, wenn man einfach die Landschaft sieht, wie die Wolken vorbeiziehen. Also ich finde es super. Also genießt es, bis wir gelandet sind, und zieht euch dann den Klang der Reverse rein.
bleiben Sie noch angestanden sitzen, bis Sie unseren Standplatz erreicht haben und die entsprechende Leuchtanzeige ausgestattet ist. Wir verabschieden uns von Ihnen und hoffen, dass dieser kurze Flug gefallen hat. Im Namen von Swiss und die Besatzung, besten Dank und auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, uns hat der Flug auch gefallen, aber Mario hat ja natürlich wie immer etwas zu kritisieren. Nicht an unserem Flug, aber an dem Flug der Kollegen, die er oben rechts im Bild sieht, beziehungsweise Mitte rechts. EasyJet startet dann gerade. Da will ich auch nicht fliegen. A319. Mario hat so seine Probleme mit EasyJet. Er hat auch noch ein bisschen gebraucht, um seine Fassung wieder zu bekommen, nachdem er EasyJet den A319 gesehen hat. Hier seht ihr jetzt, wie wir wieder schnell ans Gate sind, der Finger ankommt und wir dann auch gleich aus dem Flugzeug rausgehen, was alles sehr, sehr schnell geht. Und ja, wir haben dann noch ein paar Impressionen vom Flughafen neben den Vueling-Maschinen. Überraschen wir euch vielleicht noch mit einem anderen Flugzeug oder mit einem ganz anderen Flugzeug, mit einer anderen Farbe. Ich weiß es nicht, bleibt gespannt. Aber da sind wir schon aus dem Flugzeug raus, gehen den Gang hoch und kommen direkt am Gate an. Mario gar nicht, er hängt und rennt vorne weg, aber Jan hatte uns noch einmal von Brussels die schlumpfbemalte Maschine zeigen können. Er war einfach weg und hatte eine andere Flugzeug gesehen oder hier die 787 von Etihad, die in Barcelona landet und dann musste Jan natürlich hinter uns herrennen. Mario wirklich im Auftrag des Herrn unterwegs, er wollte wirklich die Füße ins Mittelmeer und die Hand an den Rotwein. Deshalb rennt er, aber dann konnte ich ihn ausbremsen und habe mich vor ihn gestellt auf dem Laufband, damit er nicht mehr so schnell macht. Aber hier unsere ganze Meinung zu dem Flug. Ja, das war unser erster Roadtrip. Hoffmeister und Corsten waren on the road. Wir sind mit Swiss von Hannover über Zürich nach Barcelona geflogen, haben uns aufgrund der Lachsplatte haben wir uns zu dem Savers durchgerungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war sehr, sehr lecker. Ich habe es an den Bildern selber gesehen. Hoffmeister hat geschmatzt, ist Gott sei Dank vom Flugzeuggeräusch übertüncht worden. Gott sei Dank, ja. Aber es war wirklich super und alles andere eigentlich auch. Crew war super, Wein war gut, Anschlüsse in Zürich haben wunderbar gepasst. Wir waren ja sogar in der First Class Lounge. Wir waren sogar kurz in der First Class Lounge. Also es war alles super. Ja, die Hon Lounge war super toll. Das einzige Dilemma mit der Hon Lounge war halt, es war so voll, deshalb konnten wir euch keine Impressionen bringen, weil wir wollten die anderen Leute nicht belästigen. Wir standen an der Süßigkeitenbar. Ist eigentlich der Platz, den wir mögen, ne? Eigentlich schon. Und auch da gab es was zu trinken, war alles wunderbar. Insofern, alles tutti. Ja, also wir können das euch nur empfehlen. Wir werden jetzt unsere Füßchen ins Mittelmeer stecken. Ja, davon gibt es aber keine Bilder, das ist dann privat. Das ist richtig, das war der Verhunkel, den du nicht zeigen wolltest. Genau, das ist es, ja. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, danken wir euch, dass ihr bei Frequent Traveler TV zugeschaut habt. Vergesst nicht zu abonnieren, für den Hoffmeister die Glocke an und kommentieren. Ne? Kommentieren, würde ich auch sagen. Ja, Beitrag liken. Euch ein schönes Wochenende, wann immer ihr das seht und danke fürs Zuschauen. Ah, danke, dass ihr den Druck aufbaust, dass ich das dieses Wochenende machen muss. Genau. Aber an dieser Stelle machen wir dann Over and Out. Also danke, bis dann, ciao. Danke, ciao.